September in den Alpen. Der Morgennebel in den Hochtälern riecht nach Moor. Und von den Felswänden hallt das Echo mächtiger Stimmen. In den Bergen baut sich Spannung auf. Die Hirschbrunft steht bevor. Mit Wucht wird sie sich entladen. Es ist das imposanteste Schauspiel des Jahres. Die stärksten Hirsche versammeln einen Harem und verteidigen ihn gegen Rivalen. Hier entscheidet sich, wer sind die Mütter und wer die Väter der nächsten Generation. Das war der Auftakt zu einem neuen Leben. Diese junge Hirschkuh wird in etwa 8 Monaten ein Kalb zur Welt bringen. Es wird ihr erstes sein. Mai in den Bergwäldern. Das Rudel hat sich aufgelöst. Allein sucht die Hirschkuh einen stillen, sicheren Platz, nah am Wasser. Und dann geschieht es irgendwo im Unterholz, lautlos und unsichtbar. Ein gesundes Hirschkalb, eine gesunde Mutter. Besser kann ein Leben nicht beginnen. Doch noch größer als das Wunder des Lebens ist das des Überlebens. Ein Wildtier ist fast ständig in Gefahr, vom ersten Tag an und gerade im ersten Jahr. Ein ganzer Sommer, ein Herbst und vor allem ein Winter werden vergehen, bevor klar ist, was aus dem Jungtier wird. Der Winter war mild und es ist noch früh im Jahr, Ende Mai. Für ein paar Tage ist das Laub der alten Bergbuchen so durchscheinend zart, dass die Sonne den Waldboden dampfen und frisches Grün und Pilze hochschießen lässt. Ein Hirschkalb, männlich, 3 Tage alt, Geburtsgewicht 12 Kilogramm. Das ist viel, ein gewaltiger Vorsprung gegenüber leichteren oder jüngeren Kälbern. Der Wettlauf des Lebens hat zwar schon im vergangenen Herbst begonnen, lange vor seiner Geburt. Doch entscheidend für sein Schicksal werden die nächsten Wochen und Monate sein. Von der ersten Stunde an ist das Hirschkalb auf den Beinen. Seitdem ist es unablässig mit 2 Dingen beschäftigt: Lernen und Wachsen. Schon wird das Laub ledrig, doch noch immer weht der Wind kühl von den Bergen herab und ist voller aufregender Düfte. Stille, naturnahe Wälder mit uralten Bäumen sind ideale Kinderstuben. Für den Waldbaumläufer ebenso wie für das Rotwild. Solche Wälder sind rar geworden. Den Großteil der Zeit ist das Kalb allein. Auch seine Schlafplätze sucht es sich selber. Doch wirklich allein ist man in einem solchen Wald nie. Seit Jahren nutzt die Fee diesen Bau, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Ihre Zeit ist bald um, dies ist wohl ihr letzter Wurf. Sie hat nur 2 Junge dieses Jahr, ihre Kräfte lassen nach. Die Kleinen werden ihr lästig, wenn sie hungrig sind. Und das sind sie so gut wie immer. Also muss sie wieder los.
Anders als das Hirschkalb haben die Jungfüchse Tage gebraucht, bis sie die Augen öffnen konnten. Und Wochen bis zum ersten Verlassen des sicheren Baus. Nun aber werden ihre Ausflüge täglich gewagter. Und was gestern noch Grenze war, muss heute überschritten werden. Auch wenn das Hirschkalb döst, seine Sinne sind wach. In den ersten Lebenstagen droht Gefahr vom Fuchs. Noch kann er das kleine Kalb überwältigen. Der einzige Schutz ist jetzt seine Tarnung. Der eindringliche Fuchsgeruch ist neu für das Kalb. Doch es fühlt instinktiv, sein Leben ist bedroht. Ein Hirschkalb liefert mehr Fleisch als 100 Mäuse. Das Kalb spürt, der Feind kommt näher. Wo ist die Mutter? Es drückt sich flach an den Boden, macht sich unsichtbar. Nur noch sein Herzklopfen könnte es verraten. Es hält den Atem an und verschließt alle Körperöffnungen. Jetzt ist es so gut wie geruchlos. Erst in allerletzter Not sendet das Kälbchen ein lautloses Alarmsignal an seine Mutter. Seine Voraugendrüsen stoßen einen intensiven Duft aus. Ein Glück, dass die Füchsin davon keinen Wind bekommt. Die Hirschmutter hingegen hat sich stets windabwärts aufgehalten. Zunächst hat sie die Witterung ihres Kalbes verloren. Dann muss sie den Fuchs gewittert haben. Und nun das Alarmsignal. Es geht um Sekunden. Wenige Schritte vom Kalb entfernt, stampft sie fest auf den Boden. Eine deutliche Drohung. Mutter und Kind können wieder durchatmen. Die Hirschkuh hätte ihr Junges bis aufs Blut verteidigt. Das ist auch dieser Mutter klar. Das enge Band zwischen den beiden wird ein ganzes Jahr lang bestehen. Erst dann ist das Junge sozusagen Flücke. In den ersten Wochen nimmt die Mutter Kot und Urin des Kalbes auf, damit es in seiner Umgebung keinerlei Duftspuren hinterlässt. Draußen auf den Wiesen werden die letzten Frühlingsblumen bald im hohen Gras verschwinden. Selbst wenn das Gras in voller Höhe stünde, ein Hirsch könnte sich hier kaum verbergen, wohl aber ein Reh. Mitten auf der Wiese und doch heimlich im hohen Gras hat sich eine Rehgeiß niedergelassen. Ihre Zeit ist gekommen. Binnen einer Stunde bringt sie Zwillinge zur Welt. Das Erstgeborene kann schon stehen, bereit für die erste Mahlzeit, während das Jüngere noch von der Fruchtblase umhüllt ist.
spurlos beseitigt die Mutter Fruchtblase und Nachgeburt. Alles muss rasch gehen. Das ist die riskanteste Phase im Leben eines Rehs. Rehkitze sind viel kleiner als Hirschkälber. Sie wiegen kaum ein Fünftel. Dafür sind bei Rehen Zwillinge fast die Regel. Bei Hirschen hingegen eine Ausnahme. So wie die Hirschkuh nimmt auch die Rehgeiß alle Ausscheidungen der Kleinen auf. Der Ort soll so wirken, als wären sie gar nicht da. Reh und Wiedehopf, beide lieben die vom Menschen gepflegte Landschaft. Das Erstgeborene macht sich nur ein kleines Stück weit davon und sucht sich einen versteckten Liegeplatz. Das zweite Junge legt die Mutter vielleicht 100 Schritt entfernt ab. Anfangs bleiben sie getrennt, dann sind sie ein Jahr lang unzertrennlich. Im Tal werden schon die Wiesen fett. Doch ein Stockwerk höher enden 7 Monate Winterschlaf erst jetzt. Für das Murmeltier ist heute der erste Frühlingstag. Die Steinböcke hatten den Winter über die Gipfel und Grate beinahe für sich allein. Aber wenn die Alpenblumen mit dem Apollofalter um die Wette leuchten und die Schmelzwasser tosen, ist es mit der einsamen Stille im Hochgebirge vorbei. Unten im Tal hat die Unruhe auch die stillsten Wasser erfasst. Die Bäche fließen schneller, die Seen schwellen an. Längst frisst das Kalb auch Gras, aber wiederkäuen kann es noch nicht. Sein rasantes Wachstum verdankt es der enormen Milchleistung seiner Mutter, die nun für 2 fressen muss. 5 Wochen ist ihr kleiner Prinz nun alt. Unter ihrem wachsamen Blick sind seine Bewegungen sicher geworden, schnell und grazil, wie man es von einem Hirsch erwartet. Hirsche sind gesellige Tiere. Die Mütter waren lange genug allein mit ihrem Nachwuchs. Jetzt erst wird deutlich, wie viele Kälber in diesem Wald versteckt waren. Die Mütter kennen einander. Mitte Juni, sobald die Kälber längere Strecken zurücklegen können, ziehen sie wie auf ein geheimes Zeichen hin gemeinsam los. Auf derselben Route, auf der auch ihre Mütter sie vor Jahren erstmals geführt haben. Kaum ist das Jungtier mit der Umgebung vertraut, in die es geboren wurde, verlässt es sie auch schon wieder. Hirsche sind Nomaden. Ihr Lebensraum ist weit und vielfältig. Von den Bergwiesen ist der Schnee verschwunden. Das sind die größten natürlichen Grasflächen Europas. Seit dem Ende der letzten Eiszeit und dem Rückgang der Steppen ziehen Hirsche zu diesen Sommerweiden hoch. Heute gibt es nur noch wenige Plätze, wo sie nichts daran hindert. Die männlichen Rudel sind schon da. Sie rüsten auf für den Herbst. Ihre mächtigen Geweihe stehen im Bast und wachsen noch. Der Bast ist eine gut durchblutete, samtige Haut. Er baut binnen weniger Monate das gesamte Geweih auf und ist äußerst empfindlich. Eine Verletzung verkrüppelt das Geweih. Die Hirsche sind deshalb in dieser Zeit friedlich. Ohnehin ist jeder mit sich selbst beschäftigt, denn es gilt, Unmengen Eiweiß und Mineralstoffe aufzunehmen. Sobald das Geweih ausgewachsen ist, verhärtet es und stirbt ab. Anschließend wird der Bast abgestoßen. Man hat den Eindruck, die Hirsche wurden nun von einem unerträglichen Juckreiz geplagt. Deshalb verfegen sie, wie Jäger und Förster sagen. Und so mancher junge Baum muss dran glauben. Der jährliche Kraftakt der Geweihbildung wird oft bestaunt.
Aber er ist nichts gegen das, was eine Hirschkuh leistet, wenn sie einen Embryo produziert, in Rekordzeit mit ihrer Milch den Körper eines Kalbes aufbaut und ihren Nachwuchs ein ganzes Jahr lang führt. Hoch über den anderen äst ein Rudel, das durch schmächtigere Geweihe auffällt. Die Gipfelregion gehört eigentlich alpinen Spezialisten, Meisterseglern, Winterschläfern, Extremkletterern, Gämsen etwa. Ihr Körperbau, ihr gesamter Organismus und ihr Verhalten sind auf das Leben im Hochgebirge eingestellt. Das gilt auch für den Steinbock, dessen Evolution in den Gebirgen Eurasiens stattfand. Diese Tiere sind im Fels zu Hause und im gleichsam arktischen Klima, das hier herrscht. In dieser steilen Welt, wo die Berge zwar hoch, doch nicht allzu felsig sind, beweist der Rothirsch seine Vielseitigkeit. Einst war er ein Bewohner der Steppe, der flachen, offenen Baumlandschaft. Dieses Rudel aber ist in das Reich der Gämsen und Steinböcke vorgedrungen. Es sind sogenannte Steinhirsche. Das ist keine eigene Art. Steinhirsche sind nur deutlich leichter und weitaus zäher als die meisten ihrer Artgenossen. Im Sommer mischen sich die Rudel und teilen sich wieder. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Doch die Geschlechter mischen sich kaum in der sogenannten Feistzeit. Die einzigen männlichen Tiere, die ständig mit den Hirschkühen weiden, sind halbwüchsige, einjährige, sogenannte Spießer. Hirschkälber, die in diesem Frühjahr geboren wurden, haben noch gar kein Geweih. Dank dem hohen sozialen Rang seiner Mutter hat auch der kleine Prinz im Rudel eine Sonderstellung. Sie führt ihn an die besten Futterplätze und keinem anderen würde es einfallen, ihn von dort zu vertreiben. Die führende Hirschkuh reagiert vor allen anderen im Rudel auf Gefahren. Sie ist die sensibelste, vorsichtigste von allen. Sie trifft auch am schnellsten Entscheidungen. Kaum setzt sie sich in Bewegung, folgt ihr das gesamte Rudel. Die Tiere wissen, das Wetter kann ganz plötzlich umschlagen und dann wird der Berg zur Todeszone. Wann man flüchten muss und wohin, lernt jedes Jungtier von seiner Mutter. Jeden Sommer fallen dem Blitz Hirsche zum Opfer, manchmal ganze Rudel. Das Hochgebirge, hier toben sich Naturgewalten aus. Dann wieder ist es der friedlichste Ort der Welt. Wo sonst findet man Wildnis und Kulturland in solcher Harmonie? Seit Jahrtausenden treibt der Mensch seine Herden hier herauf. Ende Juni. Dem kleinen Prinzen ist diese Stimme noch fremd, doch er wird sie wohl noch oft hören.
Seit Generationen sind Hirten und Hirsche gemeinsam da. Es waren wohl die Hirsche, die erst Jäger, dann Hirten in diese Höhen führten. 1000 Jahre ist es her, da gab es in Europa noch Wildrinder. Heute weiden Rothirsche und Kühe gemeinsam auf den saftigen Almwiesen. Doch die Grenzen, die der Mensch ihrem einst grenzenlosen Lebensraum setzt, werden für das Wild immer enger. Die Stimme des Hirten ist den Hirschen bald ebenso vertraut wie seiner Herde. Aber in den ersten Tagen des Almsommers sind sie noch scheu. Sobald der Wind dreht, flüchten sie. Im Laufe des Sommers werden sie sich an den Menschen, zumindest an diesen, gewöhnen und seine Gegenwart ruhig hinnehmen. Das friedliche Nebeneinander von Mensch und Wildtier macht die Almenregion zu etwas Besonderem, einer Insel in der modernen Welt. In den Tälern ringsum, keinen halben Tagesmarsch entfernt und noch im Blickfeld der Hirsche, hat der Mensch die Welt verändert. Schneller als je zuvor wachsen Siedlungen ins Uferlose. Und zwischen den Siedlungen Verkehrswege. Mehr als 10 Millionen Lkw und ein Vielfaches an Pkw rollen jährlich durch die Alpentäler. Die Frequenz auf manchen Transitstrecken, zehntausende Fahrzeuge pro Tag. Für Tiere sind solche Straßen absolute Barrieren. Wo bekannte Wildwechsel Schnellstraßen und Autobahnen kreuzen, hat man da und dort sogenannte Grünbrücken errichtet. Die Tiere können Grünbrücken nur dann nutzen, wenn zu beiden Seiten auch grüne, ungestörte Korridore führen. Ist die Brücke aber einmal angenommen, herrscht über der Autobahn oft nächtlicher Querverkehr. Einst bewegte sich das Rotwild frei in der Landschaft. Von den Alpen bis zu den Auwäldern und Feuchtwiesen entlang der großen Flüsse. Die letzten großen wilden Flussauen Mitteleuropas, dort wo die March in die Donau mündet, sind ein fast idealer Lebensraum für Rotwild. Fast, denn die Hirsche hier führen ein Inseldasein. Auch die Au ist von Zivilisation umringt. Bald werden die Tage wieder kürzer als die Nächte. Die friedliche Feistzeit ist vorbei. Die Bullen sind nun massig, strotzend vor Kraft, vollgepumpt mit Testosteron. Früher als ihre Verwandten in den Bergen sind sie bereit zur Brunft. Von nun an bleiben die Geweihträger den weiblichen Tieren dicht auf den Fersen. Spannung liegt in der Luft. Selbst die Wasserfläche vibriert unter den rauen Bässen. Die Sonne geht immer früher unter. Jeden Tag um einen Hirschensprung, sagt man in den Alpen. Oben an der Waldgrenze genießt das Kalb die letzten Strahlen. Aber wo ist seine Mutter? Verschwunden ist auch die vertraute Witterung der Rinder und des Hirten.
An ihre Stelle tritt ein fremder, bedrohlicher Geruch. Der Jäger kennt jeden Hirsch in seinem Revier. Alter, Status, Gewohnheiten. Er kennt den gesamten Wildbestand. Während der Brunft kommt der Platzhirsch Tag und Nacht nicht mehr zur Ruhe. Das Röhren und Rennen, das Kämpfen und Zeugen verbraucht die letzten Kräfte. Die Zeit, in der eine Hirschkuh empfangen kann, ist nur kurz. Darauf lauern ringsum die Rivalen. Zwei-, dreimal während der Brunft hat die Hirschkuh einen Eisprung. Jeweils für ein, zwei Tage, im Abstand von etwa 2 Wochen. Die meisten Kämpfe dauern nur Sekunden. Dann steht der Stärkere fest. Die Verlierer sind nicht eigentlich geschlagen, nur schwer frustriert. So gut wie alle Kälber des nächsten Jahres stammen von einigen wenigen Platzhirschen. Dem Rest der potenziellen Väter bleibt die Hoffnung auf das nächste Jahr. Dieser Althirsch hat schon ein reiches genetisches Erbe hinterlassen. Wenn sich die Täler in Wolkenmeere verwandeln, der Schnee endgültig auf den Gipfeln liegen bleibt und sich die Lärchen mit Gold schmücken, hallt von den Felsen kein Echo mehr. Die Brunft ist vorüber. Die Hirsche sind abgekämpft. Bis zu 30 Kilo Gewicht haben sie verloren. Davon müssen sie sich vor dem Winter so viel wie möglich zurückholen. Männliche und weibliche Tiere gehen wieder getrennte Wege. Mutter und Kind sind wieder vereint. Viel neues Leben ist entstanden. Wochenlang bis zur totalen Erschöpfung haben die Hirsche alles gegeben. Manche wirklich alles. Hier hat nicht einer den anderen besiegt. Sieger war ein Dritter. Der Hunger. Wenn Gegner sich ineinander verhaken, werden sie zu Partnern im Tod. Der Winter kommt früh dieses Jahr
Und nicht nur früh. Er kommt mit aller Macht. Von einem Tag auf den nächsten ist die Welt eine völlig andere. Der Winter ist der große Richter über stark und schwach. Dieser Winter ist vom ersten Tag an gnadenlos. Viele Hirsche, die meisten, überleben einen solchen Winter in den Bergen nur mit fremder Hilfe. Ihr dichter Pelz isoliert zwar wirkungsvoll gegen Nässe und Kälte, ihr großer Körper erträgt Kälte sogar besser als Hitze. Doch der tiefe Schnee schneidet die Hirsche von ihren Nahrungsquellen ab. Einst zogen die Hirsche des Alpenrandes bei solchem Wetter weit hinunter in die Flussauen. Heute werden sie mit Futterstellen dahin gelenkt, wo sie am wenigsten Schaden anrichten. Auch wenn sich der Schnee binnen weniger Tage mannshoch aufschichtet, oben über der Waldgrenze bleibt er nicht lange liegen. Binnen einer einzigen Nacht können orkanartige Winde Millionen Tonnen Schnee verfrachten. Noch überwältigender als die Gewalt des Sturms ist die der großen Stille. Nur leergefegte Rasenflanken zeigen an, woher der Wind geweht hat. Die Steinhirsche haben im Windschatten ausgeharrt. Jetzt holen sie sich gierig die Reste der Sommerweide. Die Tiere bewegen sich wie in Trance. Ihr Stoffwechsel brennt auf kleinster Flamme. Herzschlag und Körpertemperatur sind drastisch reduziert. Das Hirschkalb und seine Mutter haben sich im Herbst dem Steinhirschrudel angeschlossen. Wie die meisten Kühe ist auch die Mutter wieder trächtig. Echte Alpinisten kommen jetzt erst so richtig in Gang. Die Gemsböcke markieren ihre Reviere mit Duftdrüsen an der Hornbasis. Anders als die Hirsche kämpfen sie um Leben und Tod. Die Hirsche können nur langsam schreiten. Im Zustand der Winterruhe ist eine geschützte Zone lebenswichtig, denn Hirsche reagieren auf jede Störung mit Flucht. Dazu müssen sie ihren gesamten Organismus schlagartig hochfahren. Eine enorme Belastung. Geschieht das wiederholt, ist ihr Körper bald überfordert. Winter für Winter kommt so ein Teil des Wildes um. Nahrung gibt es an windausgesetzten Stellen. Der Aufenthalt dort ist nur bei Windstille und in den Sonnenstunden erträglich. Bei Raumwetter und auch nachts ziehen sich die Tiere an geschützte Plätze zurück. Für diese täglichen Strecken brauchen sie ihre ganze verfügbare Energie. Die Steinhirsche teilen sich die offenen Stellen mit Schneehühnern, die hier Samen und Früchte von Zwergsträuchern finden. Das Rudel hält sich an ausgetretene Wechsel. Die Hirsche meiden Tiefschnee und besonders Bruchharsch, um sich nicht zu verausgaben oder an messerscharfen Eiskrusten zu verletzen. Sie gehen vorsichtig. Selbst eine geringfügige Beinverletzung kann in dieser Jahreszeit und in diesem Gelände den Tod bedeuten.
Menschen werden meist wahrgenommen, bevor sie selbst irgendetwas wahrnehmen. Manchmal aber tauchen sie völlig überraschend an Geländekanten auf. In jedem Fall bedeutet ihr Erscheinen für die Hirsche Stress. Die Tourengeher ahnen nicht, dass sie eine Welle der Angst auslösen. Es ist wie in einem Albtraum. Die Tiere wollen rennen, aber die Beine wollen nicht recht gehorchen. Muskeln und Herz müssen erst auf Touren kommen. Die Mutter des Prinzen ist das sensibelste Tier im Rudel. Im Sommer wäre sie längst verschwunden, aber jetzt ist jeder schnelle Schritt, jeder Sprung eine Qual. Und der Boden ist gefährlich vereist. Und dann geschieht das Drama. In seinem 7. Monat ist das Hirschkalb allein. Lange hat es nach seiner Mutter gesucht. Nun muss es sich ohne Hilfe durchschlagen. Hirschkühe nehmen keine fremden Kälber an. Die Überlebenschancen eines Waisenkindes im Hochgebirgswinter sind so gut wie null. Nach ihrer Flucht aus dem ungeschützten Gelände über dem Wald bleiben die Hirsche in Deckung. Der Schnee liegt tief. Die einzige Nahrung, die sie hier finden, sind die schwer verdaulichen Triebe von Nadelbäumen und deren Rinde. Sobald die Rinde fehlt, stirbt ein Baum. Ein einziger Hirsch kann binnen 2 Wochen eine Waldfläche von der Größe eines Fußballfeldes schädigen. Und hier geht es um Wälder, die das Tal vor Lawinen schützen. Wann immer es das verwaiste Kalb zu seinen früheren Gefährten zieht, vertreiben es die Kühe mit Bissen. Bestenfalls dulden die Geweihträger ein mutterloses Kalb in ihrer Nähe, ohne ihm etwas anzutun. Immer noch hofft es, die Witterung der Mutter aufzuspüren. Vielleicht darf es mit einem männlichen Hirsch mitlaufen und ist dann weniger einsam. Doch echte Hilfe gibt es für ein solches Jungtier nicht. Und der Winter ist noch lang. Geht es dann auf das Frühjahr zu, liefern die imposanten Geweihträger ein wahrhaft kurioses Schauspiel. Je größer die Würde, desto komischer ihr Verlust. Auch die Jüngeren werden ihren Kopfschmuck verlieren. Einziger Trost, das nächste Geweih wird noch größer sein. Der Zeitpunkt des Geweihabwurfs wird von der Dauer des Tageslichts bestimmt. Fast alles im Leben der Hirsche, Brunft und Geburt, das Ziehen von einem Ort zum anderen, Wachstum und Verlust des Geweihs, geschieht im Einklang mit dem Rhythmus der Sonne.
Auch der längste, härteste Winter weicht irgendwann dem Frühling. Quer durch die Natur ist man sich schnell einig. Das Leben ist wieder lebenswert. Doch in jeder Jahreszeit, so schön kann sie gar nicht sein, muss irgendjemand streiten. Und es dreht sich wohl immer wieder um dasselbe. Wie jedes Frühjahr geht das Leben weiter. Eine Geschichte so alt wie die Welt. Wieder ziehen die Hirschkühe mit ihren Kälbern vom Auwald in die Berge. Doch diesmal folgt der vertrauten Route auch ein Hirschkalb ohne Mutter. Im Ansatz ein Geweih. Der junge Hirsch hat sein erstes Jahr gut überstanden. Er wird seinen Weg machen. In einem der schönsten Gebirge Europas, den Alpen.